Hier seid ihr nicht im Problemraum, hier seid ihr im Lösungsraum. Jeder, der keine Ahnung hat, was er machen soll, der soll genau hierher kommen und sich genau das hier angucken. Hier steht die Biergarnitur, da sind die coolen Leute, die bringen sich ja Bier selber mit. Und das ist die spannende Kiste, wie hat man hier Spaß? Jetzt habt ihr euch ja hier richtig zusammen, meint das Bier in der Hand, seit 12 seid ihr da. Wer hat denn angestochen von euch? Ja. Meine Wenigkeit. Auskalten. Nachdem der Herr Reiter, Oberbürgermeister in diesem Sinne von der Münchner Stadt, ne, hat mich angerufen und gesagt, er kann nicht. Und habe ich gesagt, ich springe sofort in die Bresche. Habe das gemacht, habe natürlich ein Fass Bier organisiert. Und was ganz wichtig ist, lustige Leute mitgebracht, oder? Ja, ja, gehört Familie, und Schwiegertochter, Schwiegersohn, die Tochter und so weiter, gell? Alles etc. pp. Alles, was wichtig ist und auch wichtige Leute dabei sind, dann sind wir da raufgefahren und wir haben einen Weltrekord geschafft. Einen Weltrekord? Ja, das heißt, noch nie vorher ist ein kleinstes Fass mit 10 Liter angezapft worden auf der Wiesn. Wir haben das geschafft, da haben wir 2 Liter. Zweimal 10 Liter Fass angezapft haben und dann nochmal ein drittes Liter Fass mit 15 Liter. Und wir sind, ja, schau so, sehr gut unterwegs. Deine Frage? Ich habe keine Frage. Ich meine, da läuft die Spider-Murphy-Gang im Hintergrund. Normalerweise wäre ich um die Uhrzeit schon rappeldicht. Jetzt habe ich euch angesehen. Ihr seht aber alle noch fesch aus. Muss man euch lassen. Na, also, wir bemühen uns. Ne? Staringer, gell? Ja, Staringer, ne? Wir sind Landeier und wir haben gesagt, bevor da die Wiese gar nichts mehr ist oder nicht angezapft wird, haben wir uns bereit erklärt, aus freiwilligen Gründen, eben mit den Leuten, und haben wir das gemacht. Ne? Ey, ihr seid der absolute Wahnsinn. Jetzt ist ja eher der Meister Pez hier in der ganzen Runde. Du hast ja richtig Spaß. Da fragt er schon, was er ist, was weiß ich, was du bist. Aber mit dem Bier in der Hand, echt super sympathisch. Ja, total. Ist ja klar. Bier gehört dazu. Echt zu Wiesn. Ich habe gehört, das ist also gefährlich und so weiter. Das sollte man lassen. Ja, das sollte man nicht lassen. Da sollte man noch viel mehr Bier saufen. Also, ehrlich, wie hast du denn das gemacht, dass du jetzt hier die ganzen Leute hergebracht hast? Einfach mit dem Ding hergefahren? Mit dem Bus? Erst schon mit dem Bus, zweitens mit der positiven Überzeugung. Das ist das Entscheidende. Man lebt jetzt und hier. Und so eine Wiese wie diesem Jahr wird es in den nächsten x Jahren nicht mehr geben. Also ganzes also Zelt für euch, Freiluftzelt, das Ganze für euch. Eben. Und ist überschaubar mit den Leuten und wirklich an die Leute. Und jetzt haben wir da einen Hockabschord oder wo wir zapfen und vielleicht gehen wir noch rüber. Ja, Himmel der Bayern, dann gehen wir noch rüber zum Herrn Agostina, wenn er uns sponsert. Nur wenn er uns sponsert, machen wir gar nicht. Fertig aus. Also euch ist quasi wurscht, was der Ministerpräsident, der Blödvogel da, der Södolf heißt er, glaube ich, Södolf. Ja, was stimmt, ja, genau. Was der nächstes Jahr macht, ist euch völlig wurscht, weil im Zweifelsfall stellst du wieder die eigenen Biertische auf, oder? Eben. Wir haben schon ein bisschen vorausgedacht und wir haben nächstes Jahr da. Wenn der Herr Södolf irgendwie so Dings, wir werden eine Alternative finden. Ne? Das stellen wir jetzt auf. Ist der absolute Wahnsinn. Wisst ihr, ich finde das so cool, weil alle beschweren sich gerade eben, dass es nicht stattfindet und macht da wirklich so an Spaß in der Stadt. Da stellen sie sich dann an so ein Wirtshaus rein oder ran und tun so, als wäre Wiesn. Genießen, ne? Ja, genau. Also die 3 Gs, ich habe keine Ahnung, gut gelaunt, gesoffen, was auch immer. Super. Gut gelaunt, gesoffen und ein Campit. Das haben wir auch nicht. Habe ich mir gedacht, vor allem bei euch sieht es besser aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nächstes Ziel jetzt, wie lange haltet ihr das noch aus? Bis dunkel wird, oder? So lange du Bier saufst, dann hält man so lange aus. Ja, da mache ich auf jeden Fall. Unbedingt. Warum habe ich eigentlich noch keine halbe? Das frage ich mich auch. Also, bringt mal ein Mikrofon mal an ein Bier, weil das ist der Wahnsinn. Fassbier ist leider leer, aber. Das ist der Traum, schaut mal her. Jetzt stoß mal das Mikrofon an mit dem Bier. Tannenhell, meine Herren und Damen draußen, gell? Das ist die Lösung, gell? Ich danke euch recht herzlich, ihr seid der absolute Wahnsinn, hey. Also, danke dir, immer wieder gerne. Und wenn ihr da mal eine Frage habt, wie das funktioniert in Bayern, ja, die sind ordentlich angezogen, die haben eine richtig gute Stimmung, die haben immer Bier in der Hand, da ist alles in Ordnung. Und ich sage euch, Corona ist schon lang vorbei, ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich richtig gut an. Da stimmt ihr mir zu, oder? Aber hallo, jawohl, ein Applaus! Hey. Das ist tatsächlich die bessere Gruppe. Danke euch recht herzlich, ihr seid der Wahnsinn. Ich muss ja Muskel schon drauf hätten. Das passt mir, ja? Gesundheit!